überall, wo in Deutschland Störche auftauchen. Also da freuen sich die Menschen und sind glücklich. Das ist im brandenburgischen Gladbeck nicht anders als anderswo. Auch dort brüten Störche und zwar mitten im Ort sogar. Doch seit einigen Wochen, ja, da ist das nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Mensch und Tier getrübt. Denn einer der Vorzeigestörche, der ist zum Störenfried mutiert und geht jetzt auf Fensterscheiben, Türen und geparkte Autos los. So sieht es aus, wenn ein Storch das Kommando übernimmt, ein Auto als Thron. Erstes Ziel des machtbewussten Storches war gleich das Anwesen der Ortsvorsteherin. Offensichtlich seine Vorliebe für alles, was glänzt und spiegelt, zum Beispiel den Grill aus Edelstahl. Dann hat er da reingeguckt und hat sich gesehen und hat gedacht, oh, das ist ein Feind. Dann hat er angefangen, unsere Scheiben zu bearbeiten. So, nachdem es mir dann zu viel wurde, dann habe ich die mit Laken abgedeckt. Also hier, das habe ich total abgedeckt. Weil das war seine Lieblingsstelle. Hier haben wir den Tisch davor gemacht. Man sieht hier noch seine Spuren. Das angriffslustige Tier stellte sich weiteren Bewohnern vor. Die gewöhnen sich nur schwer an ihren zutraulichen Gast. Sophia Klima kann sich nicht so recht anfreunden mit dem Frühaufsteher, der auch an ihre Fensterscheibe klopfte. Dann war es aber so, dass es halt morgens dann zum Beispiel um 5:30 war oder um 6, wo man eigentlich noch in Ruhe schlafen möchte. Und er hat einfach nicht aufgehört. Und dann hat man zum Beispiel, also ich zum Beispiel, mir hat es dann manchmal gereicht, habe ich die Tür aufgemacht und ihn ein bisschen weggescheucht. Aber ja, also es war schon echt nervig, aber irgendwie auch faszinierend. Den frechen Storch einzufangen misslang. Verschwunden ist dagegen das Vatertier eines Storchenpaares, das in Glambeck nistet. Die Mutter ist nun allein mit ihren hungrigen Küken. Übernimmt er bald die Rolle des Stiefvaters? Das hoffen die Glambecker. Denn dann lässt er vielleicht auch ihre Autos wieder in Ruhe. Ja, und ich mache jetzt auch den Storch und lasse Sie in Ruhe, denn die Drehscheibe läutet das Wochenende ein. Und Montag dann, da freut sich meine Kollegin Babette von Kilian bereits auf Sie. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao.